Hereinspaziert, herausspaziert. So, alle raus, perfekt. Bei dem schönen Wetter könnte ich den ganzen Tag rumfahren. Könnten Sie mir bitte einen Bei dem schönen Wetter setzt du dich in den Dieselbus rein, perfekt. Dankeschön. Super schlau, auf jeden Fall. Ey, würde ich genauso machen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gocke Gaming. Ich bin's der Levi und heute gibt's eine weitere Folge von Omsi, dem Omnibus-Simulator. Komischerweise haben wir jetzt die Türen zugemacht und jetzt fährt ein Auto an uns vorbei, das verstehe ich nicht. Aber gut, wir fahren weiter auf der Linie 244 nach Gelsenkirchen-Burathaus, haben die Hälfte der Strecke hinter uns. Relativ kurze Linie, 20 Minuten. Und ja, wir sind jetzt eigentlich schon, genau, gleich schon Bur-Nord. 50 km/h hier ist irgendwie sehr schnell für einen Bus. Wo ich bin ja auch schon mal mit 50 lang gedüst, glaube ich, in dem 222 Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt gerne vorbei. Es ist das die letzte Linie, die ich gefahren bin. So, den hab. Meine Güte. So. Hä? Was ist denn jetzt los? Hab ich das. Was habe ich denn mitgenommen? Warum hat das so gehuppelt? Hä? Naja, so, wir wurden angefordert. Das sieht man jetzt hier schlecht, das aber hier das A. Und genau, da warten wir. Das ist nämlich hier eine Busampel. Warten wir mal, bis wir grün bekommen hier. So. Die Dilbringstraße ist die nächste. So, so. Und dann will auch wieder jemand aussteigen. Komm, wird grün. Funktioniert die Hubtaktik? Oh. Sie hat funktioniert. Nein. Keine Ahnung. Aber was habe ich hier mitgenommen? Das muss irgendwas mit der Straße zu tun haben, weil ich war eindeutig nicht an dem Bordstein dran. So. Hallo. Moin. So. Hat er hier zwei Spuren, ne? Ja. So, eine Esso-Tankstelle noch. Irgendwie ist Almi die einzige Firma, die verfremdet wurde. Das einzige Logo und das einzige Unternehmen. Gelsenkirchen-Bur Nordbahnhof. So, da erhalten irgendwelche Regionalzüge, schätze ich mal. Oder S-Bahn oder sowas könnte auch gut sein. S-Bahn. Ja. Ich glaube, ich denke, so groß ist das ja hier nicht. Ich glaube nicht, dass. Also, wäre höchstens eine Regionalbahn. So. Ach, die guten alten Busse. Mittlerweile fahren bei uns auch E-Busse und alles sowas und moderne Hybridbusse und sowas. Das waren die alten, guten alten Busse. Also, das heißt, guten alten, die neuen sind auch gut, aber mit dem Stoffpolster, warm, laut. Das waren die alten Busse typisch. Haarweise. So, typischerweise. So, da ist der Bahnhof. Oben drüber geht wahrscheinlich die Eisenbahn. So. Hereinspaziert, herausspaziert. So, alle raus, perfekt. Bei dem schönen Wetter kann ich den ganzen Tag rumfahren. Können Sie mir bitte einen Bei dem schönen Wetter setzt du dich in den Dieselbus rein, perfekt. Dankeschön. Super schlau, auf jeden Fall. Ey, würde ich genauso machen. Würde ich halt for real so genauso machen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht nicht beim Bus. Also Bus wäre vielleicht ein bisschen, ja, mal gucken, weiß ich nicht. Aber vielleicht bei Bahn. Wenn ein schöner Tag ist. Die wenigsten würden sich, oder keiner würde sich in den Bus extra setzen und damit rumfahren, oder kaum jemand. Ich würde es machen vielleicht. Aber gut. So. Ich denke mal geradeaus. Jo, sieht gut aus. Und dann sind noch drei Haltestellen tatsächlich. Und dann sind wir da um 14.09 Uhr. 20 Minuten ziemlich genau ist die Fahrzeit, also wir sind um 49 gestartet, 13.49 Uhr und haben, ja, sind jetzt, haben jetzt 14.04 Uhr und 14.09 Uhr sind wir da.
Das heißt, das sollte ganz gut passen. So. Natürlich wieder ein bisschen Stau hier in Gladbeck. In Gladbeck, in Gelsenkirchen. Aber zum Glück ist es nicht, also es ist jetzt mittags oder später Mittag, früher Nachmittag. Da sind die Straßen zum Glück hier nicht so voll. Aber abends haben wir gesehen, was da los ist in beide Richtungen. Aber vor allem natürlich stadtauswärts war da richtig viel los. Es wird grün. Ich wollte schon volle Kanne Gas geben, aber es wäre ein bisschen doof gewesen. Sonst wäre ich hier reingecrashed. Na gut. So. Rechts geht's nach Gladbeck, Haltern am See. So. Hier sind dann auch schon alle Linien irgendwie zusammen, die aus dieser Richtung kommen. Königswiese Freiheit oder so und dann Gelsenkirchen-Burathaus sind auf jeden Fall die Stationen. Beziehungsweise Königswiese und Freiheit sind die beiden Stationen, die in diese Richtung, Richtung Mahl, Gelsenkirchen-Hasseln und sowas von allen Buslinien bedient werden. So, keiner einsteigen. Wo gehen die alle hinten rein? Nee, gehen sie nicht. So. Guten Tag. Ey, Busfahrer. Ich brauche einmal Freistufe A. Und das für Kinder. Scheiße, das war das Falsche. Storno. So. Alter! Fahrschein. Ey, keiner ist in echt so frech. Das ist... Bitte. Danke. Gern geschehen. Yeah. Ich kann dir noch nicht mal antworten. Ich kann dir noch nicht mal bitte sagen. Ich kann dir noch nicht mal sagen, du Piep. Zensiert. Okay. So. Da nehme ich den Bordschirm mit. Oh, nee, doch nicht. Hui, ich dachte, ich hätte den Bordschirm mitgenommen. Hätte ich jetzt schwören können. Freiheit. Ja. Einfacher und simpler Name. Radio Emscher Lippe, rechts. Das hatte auch eine Buslackierung. Radio Emscher Lippe. Das ist dann so rot mit weiß dabei. Also, ja. Oh. Kommen wir da hin? Dürfen wir schon auf die eine Kreuzung? Wir fahren trotzdem in die Kreuzung rein. Okay, perfekt. So. Oh, wir konnten die Türen schon vorher öffnen, habe ich gemerkt. Hallo. Hallo. So, wie voll ist es denn noch? Na, so. Ja. Ordentlich. Ah, Türfreigabe war noch drin. So, 2 Minuten schaffen wir aber. Mehr Verspätung sollten wir jetzt nicht mehr bekommen. Das hat uns auch nicht viel gebracht. Perfekt. Aber jetzt sind wir direkt auf 1 Minute runtergedroppt. Von 2 Minuten 40. So, wir wurden wieder angefordert. Anscheinend ist es hier auch mit eingebaut. Aber trotzdem keine Busampel, aber trotzdem Anforderungen. Wie man hier sieht. So. Und da wurde es grün. Danke, dass das so schnell ging. So, jetzt müssen wir einmal um Pudding fahren. Aber sollte passen. So. Hier müssen nach links, oder? Ja. Steht hier gar nicht geschildert, oder haben wir das ausgestellt? Wir hatten es ausgestellt. Ich hatte einen Screenshot gemacht fürs Thumbnail. Aber hier kenne ich mich eigentlich auch aus. Ich muss nur gleich gucken, welche Parkbucht ich im Busbahnhof, wo ich dahin muss. So, haben wir schon grün? Ist auch für uns grün? Ja, für uns ist grün. Aber nur für uns. Perfekt. So, jetzt Straßenbahn. Linie 302, so. Hätten wir fast das Geländer hinten mitgenommen. So. Ich weiß, dass man die 302 auch irgendwie fahren kann, aber dafür braucht man Gladbeck und braucht man irgendwie Metropole Ruhr und
Und das Tram-Dings. So. Perfekt. Jetzt haben wir beide Ampeln perfekt links im Fensterrahmen drin. Nur leider fahren ja auch keine KI-Trams, glaube ich. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Und die Weiche da vorne ist auch nicht ganz realistisch, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Obwohl. Ja, es geht, es geht. Ah, ist schon sehr eng. Oder? Ich würde schon sagen, es ist sehr eng. Vor allem so kurz vorm Signal. Da wird man doch eher. Ach, weiß nicht. Würde man die Weiche eher hier machen. Oder so. Na gut. So. Komm, werd grün, damit wir die unter 2 Minuten schaffen. Wir rasen gleich da hinten um die Kurve. Ich sag's euch. Oh. Nice, mit Lackierung. Linie 200. Ich kann es so schnell nicht lesen. Das ist die Linie 249. Die sind wir, glaube ich, auch schon gefahren, ne? Schätze ich mal. Ja, ich denke schon. Ich kann meine mich zu erinnern. So, jetzt aber schnell. 20 Sekunden müssen wir mindestens aufholen. Fahren die los? Nö, perfekt. Gas, Gas, Gas. So. So, wir nehmen den Grünstreifen mit. Hauptsache wir sind. 2 Minuten 40. Die Kurve ist immer. Kritisch. Passt. So. Oh, nein, scheiße. Ah, Mist. Oh Mann. Ich bin ja extra nochmal ausgeholt und bin dann sogar nochmal nach links gefahren, weil ich gesehen habe, dass das nicht ganz passt. So. Ihr seht es gar nicht, aber es ist alles okay. Da seht ihr es. Perfekt, danke Windows. Alles okay, bis auf die letzte Haltestelle. Ja. Aber für die kurze Strecke unzufriedenstellend. Sagen Sie mal, was passiert denn hier? Ich wusste gar nicht, dass der Beton frisch gegossen ist hier. Oder der Beton vor allem. Hier sind zwar Steine, hier ist Beton, der wie Stein aussieht und der ist frisch gegossen. Und die halten Busse. Genau. Ach Gott. So, wir fahren auf den Pauseparkplatz. Zack. Und. Ja, gut. Obwohl, wir können eigentlich hier stehen bleiben. Gut, dann Handbremse anlegen. Pff. Türfreigabe raus. Motor aus. Gang auf neutral. Elektrik aus. Obwohl, Elektrik kann anbleiben, theoretisch. Elektrik bleibt, glaube ich, an. Gut, dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Oh, da war gerade ein cooler Bike. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr kein Video mehr und ich würde mich super darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Leute.